Uli Hoeneß steht zu seiner Kritik an Thomas Tuchel. Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß bestätigt gegenüber dem Kicker, dass er zu seinen Äußerungen über Thomas Tuchel und dessen mangelnde Talentförderung steht. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte Hoeneß vor dem Spiel des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt am Samstag, da wie es glaubt nicht, dass er Pavlovic oder Musiala verbessern kann. Wenn es nicht klappt, muss man einen anderen holen. Deshalb muss man hart an ihnen arbeiten und ihnen Vertrauen geben. Im Gespräch mit Sky sagte Tuchel, ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Ich bin verletzt über das, was der Ehrenpräsident gesagt hat. In den letzten 15 Jahren haben wir als Trainer eines bewiesen. Wir geben jungen Spielern, vor allem denen aus der Akademie, immer einen Platz im Training und auf dem Platz. Man muss mich nicht gesehen haben, um das über mich zu sagen. Es ist sogar besser zu schweigen, als zu reden, ohne etwas zu wissen. Hoeneß Kommentare sorgten vor einem der wichtigsten Spiele der Saison für unnötigen Lärm in der Bayern-Kabine. Da auch Tuchel den Verein am Ende der Saison verlassen wird, hätte man mit solchen Äußerungen warten können, bis er geht und ein neuer Trainer ernannt wird. Es war auch bekannt, dass Tuchels Nachfolger es mit einem Hoeneß zu tun haben würde, aber wenn es darum geht, Trainer für den Verein zu gewinnen, ist eine solche Haltung nicht sehr hilfreich. Bayer Leverkusens Florian Wirtz wird laut Sky Sport Korrespondent Florian Plettenberg im Sommer 2025 der Topspieler von Bayern München sein. Alle Bayern-Bosse wollen ihn, auch Hoeneß. Alle großen Clubs sind noch da. Aber wenn die Bayern die Ablösesumme wirklich aufbringen können, haben sie gute Chancen, ihn nächstes Jahr zu verpflichten, denn der 20-Jährige und seine Familie sehen Bayern als Zwischenschritt vor seinem geplanten Wechsel ins Ausland. Natürlich müsste Bayern München die enorme Summe für den Kauf von Wirtz in Kauf nehmen, das mag akzeptabel sein, wäre aber auch ein Schock für die Vereinskasse,